Freddy, frohes neues Jahr. Gut reingekommen? Ja, sehr gut, absolut. Wir waren ja alle ein bisschen unterwegs in der Welt und jeder hat so den Urlaub auch ein bisschen für sich, auch ein bisschen genossen, ein bisschen abschalten können, reflektieren können. Und ja, für mich war es auch gut. Ich bin ja schon hierher geflogen dann auch. Hätte ich sowieso gemacht, ob wir jetzt hier im Trainingslager gewesen wären oder nicht. Deswegen habe ich die Sonne natürlich Floridas genossen. Wie wichtig war denn die Pause jetzt für alle Beteiligten? Ich glaube, für alle war sie sehr, sehr gut. Für Spieler, genauso für den Staff, für die Trainer, für mich persönlich natürlich auch. Alle, die mit dem Sport mitgearbeitet haben, aber natürlich auch alle im Verein. Wir haben 2019 gehabt, das doch sehr anspruchsvoll für uns war. Es waren unheimlich viele Spiele, unheimlich viele Events, unheimlich viele Highlights gewesen, Reisen. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wo man dann aufhören sollte am Ende des Tages. Es war wirklich ein tolles Jahr insgesamt, wenn man die ganzen 12 Monate sieht. Natürlich mit einem bisschen schlechteren Monat drin, der uns nicht so gefallen hat. Aber das ist so in dem Sport und das muss man so mitnehmen. Deswegen sind wir jetzt froh und haben regeneriert, auch wenn es eine kurze Phase ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und jetzt geht es aufs Neue wieder los. Adi gibt sich auch kämpferisch, hat letztens schon gesagt, wir wollen so schnell wie möglich den Bock wieder umstoßen, wie es so schön heißt. Was macht dich zuversichtlich, dass es gelingt, jetzt in den nächsten Wochen, jetzt wie du sagst, jetzt erstmal den Kopf frei zu bekommen, sich optimal vorzubereiten und dann wieder tatsächlich diesen Bock umzustoßen in der Bundesliga? Ja, es ist ja nicht so viel Zeit da, aber da wird auch ein bisschen zu viel dramatisiert aus dieser Zeit. Für die Jungs ist es einfach wichtig, dass sie jetzt mal 2 Wochen miteinander sind. Vor allem diese Woche jetzt auch hier richtig gut nutzen, auch Trainingseinheiten zusammen haben, ständig miteinander sind. Es wird viele Gespräche geben. Aber wir müssen uns nur an das wieder erinnern, was unsere Tugenden waren. Viele Gründe haben eine Rolle gespielt, warum es vielleicht zum Schluss nicht mehr so gut lief. Und deswegen werden wir, wenn wir da nicht in irgendeinen Aktionismus, das habe ich schon nach dem Paderborn-Spiel gesagt, verfallen, sondern wir glauben an diesen Kader, wir glauben auch an diese Mannschaft. Wir haben nicht alles abgerufen in den letzten Wochen, wir haben aber davor sehr vieles abgerufen, das sehr, sehr positiv uns gestimmt haben, wofür wir auch gelobt worden sind. Aber man sieht, das Lob ist schnell weg, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Nur am wichtigsten ist, dass wir in die Jungs vertrauen, dass alle wieder so gut wie möglich an Bord sind. Kevin ist wieder zurück. Ja. Gut, Hindi hat jetzt mal ein bisschen Grippe. Der wird auch wieder in den nächsten Tagen wieder da sein. Seppel ist wieder da. Also sind unheimlich viele Spieler wieder an Bord, die uns gefehlt haben. David ist aus einer Sperre dann wieder zurück. Also wir starten von neuem mit guten Mutes und auch in voller Überzeugung und Selbstvertrauen, dass wir einfach ins neue Jahr besser starten noch. Das wird unser Ziel sein. Ja. Wir sind zum zweiten Mal jetzt hier in der IMG Academy in Bradenton in Florida im Sunshine State unter der Sonne Floridas, wie man heute auch sieht. Ja. Wie sind deine ersten Eindrücke, Freddy, hier heute? Ja, erstmal ist sonnig wieder. Ja, es ist ein bisschen windig, aber das ist ganz normal. Es tut sogar gut, wenn es sonnig ist, aber erstmal sind die Bedingungen einfach wieder gut. Ja, jeder gleich, auch der Trainer gleich gesagt, Mensch, guck mal den Rasen wieder, der ist noch besser als letztes Jahr. Der war letztes Jahr schon überragend, jetzt ist er noch besser. Also man hat sich auf uns ein bisschen auch eingestellt, auch im Hotel passt alles. Die Umgebung, die Kraftraum, egal was du willst, in dem ganzen Umfeld hier ist es einfach sehr hochprofessionell. Es geht nur um Sport. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und darauf sollte man es auch wieder mehr fokussieren, anstatt auf viele andere Dinge zu besprechen. Natürlich ist es eine kleine Reise gewesen, aber auch das ist für die Jungs ganz normal. In Urlaub fliegen sie auch nicht nur nach Malle. Was kannst du den Kritikern entgegnen, die sagen, ja, wärt ihr doch in Europa geblieben, lange Anreise etc. etc.? Wir machen unser Ding, wir haben Freude an dem, was wir tun. Die Spieler sind happy, die können sich fit machen. Ja. Und ich kann die Kritik überhaupt nicht verstehen, ja, weil es einfach schon eine Planung auch dahinter ist. Und diese Planung geht über ein halbes, dreiviertel Jahr für so ein Trainingslager. Und natürlich zahlt es auch ein bisschen ein auf das, was wir mit der Eintracht auch vorhaben, dass wir international auch zeigen, das Selbstvertrauen auch zeigen. Und ich glaube, das ist auch gut so, ja, dass man das auch macht. Und heutzutage, ob du jetzt 6 oder 9 Stunden fliegst oder 3 Stunden fliegst, du bist immer einen Tag unterwegs ins Trainingslager. Den Anreisetag hast du immer und zurück genauso. Und alles andere sind, oder sollen sie die Fans noch nicht verrückt machen lassen. Ja, wir machen unseren Job und den machen wir so gut, wie es geht. Freddy, du hast schon die Pause angesprochen, auch für dich persönlich, aber warst auch schon fleißig. Dein Ragnar Ache wird im Sommer zu uns stoßen, ist der Neuzugang, den wir heute vermelden konnten. Was kannst du über den Jungen sagen? Ja, dass der Junge erstmal von seinem ganzen Grundpaket unheimlich vieles mitbringt. Ja. Er ist sehr körperlich, sehr robust. Ja. Er ist schnell, unfassbare Sprungkraft, eigentlich sehr stark in der Luft. Ja. Junge, der sicherlich noch das ein oder andere braucht, ja, noch ein bisschen Zeit braucht auch, um reinzukommen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, ihn erstmal bei Sparta Rotterdam zu lassen für das halbe Jahr, damit er noch weiter Spielpraxis hat, nicht in so eine Situation bei uns reinkommt, wo es vielleicht auch undankbar sein kann.
wenn es nicht, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Ja, und deswegen ist so ein Junge auch immer so ein Transfer für die Perspektive. Und ich glaube, das ist eine gute Perspektive, dass er natürlich sich freut, nach Frankfurt zurückzukehren, ist eine andere Geschichte. Ja. Das ist ja auch so sein Ziel gewesen. Aber er hat es gut gemacht. Und auch in den Gesprächen mit Stefan Kunz, der sein U21-Trainer ist, der ihn ja auch berufen hat zur U21-Nationalmannschaft, auch da habe ich nur Positives eigentlich auch gehört. Und das hat das Ganze ein bisschen rund gemacht. Und ein Transfer, der uns auf jeden Fall Freude machen kann für die Zukunft. Aber es wird auch an ihm liegen. Er muss noch einige Sachen verbessern. Er weiß, was er zu tun hat, und wir werden in Zukunft hoffentlich auch Freude an ihm haben. Es wird auch spekuliert wegen Wintertransfers. Kannst du da schon irgendwas sagen, ob jetzt kurzfristig noch was passieren wird, was Zu- oder Abgänge angeht? Ja gut, jetzt mit Simon Fallett haben ja viele mitbekommen, dass Simon in Frankfurt geblieben ist, dass es zwei Clubs gibt, die an ihm interessiert sind. Dass von unserer Seite nichts mehr zu machen ist groß, dass wir dem Simon natürlich auch die Chance geben, auch Spielpraxis zu bekommen, die er bei uns nicht bekommen hat. Ein feiner Kerl, den wir auch als Teammitglied einfach leider verlieren. Aber er hat natürlich zu wenig gespielt, und die Spieler müssen ja Fußball spielen, das ist wichtig. Ja, das brauchen sie, und das ist auch sein Wunsch, und deswegen haben wir dem auch da freigegeben. Also mal schauen, ob das in den nächsten 24 Stunden passiert. Sollte eigentlich sehr zügig gehen. Und sonst ist es ganz ruhig eigentlich. Ja. Es ist ganz ruhig, und es sollte auch so sein. Wir vertrauen in unseren Kader, den wir haben. Ja. Was viele wieder nicht verstehen, aber es ist eben so, wie es ist. Das ist ein guter Kader, das ist ein breiter Kader. Ja. Wir überlegen uns, ob man vielleicht das ein oder andere tun, wenn sich ein Türchen öffnet. Aber das machen wir doch im jeden Januar. Ja, ja. Aber es ist nochmal, und ich habe es nach dem Paderborn-Spiel gesagt, es ist kein Muss. Ja, sondern wir haben in die Qualität, und wir haben natürlich auch in die Breite auch investiert. Ja. Wenn alle Spieler wieder an Bord sind, wo ich es vorhin gesagt habe, dann kann dieser Kader bis zum 5. November über Rangfußball spielen und kann sehr gut dastehen, aber kann auch, wenn sie es nicht gut machen, ja, genauso wie nach dem 5. November vielleicht auch mal abschmieren. Ja. Aber es ist auch mal eine kleine Delle, und diese Delle tut ein bisschen weh, muss man ganz klar sagen, weil die Mannschaft mehr drin hat in sich. Und auch an das wollen wir jetzt appellieren, und deswegen, dieser Mannschaft kann man schon vertrauen, wenn alle fit sind, alle gesund sind und wir nicht so blöde rote Karten bekommen, ja, dann werden wir eine gute Rückrunde spielen. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft dieser Welt, die niemals auch nur eine kleine Delle abbekommt von dem her. Ja, so ist im Fußball. Aber so ist im Fußball, und deswegen lieben wir den Fußball, und manchmal mögen wir ihn deswegen auch nicht, ja, ja, wenn es natürlich ins Negative geht, und ich glaube, aber das ist der Sport, das bringt der Sport mit sich, und das muss man einfach aushalten, und das ist einfach so. Ja. Und Kritik muss man aushalten, das ist auch ganz normal. Bis zum November waren wir die Einkaufsweltmeister, und danach sind wir die Einkaufskreisligisten. Es ist doch Jacke wie Hose, ja, ja, sondern wir freuen uns einfach, mit den Jungs zusammenzuarbeiten und versuchen, das Beste rauszuholen. Und dann braucht sich um die Eintracht auch keine Gedanken machen.